Ich habe bei der Durcharbeitung der 12 Stationen des Todes genommen. Tibet, warum? Weil es für mich persönlich, mag für andere anders sein, sehr klare Schritte aufgezeichnet hat, wirklich einzelne Stationen aufgezeichnet hat. Und mein Gedanke, wenn wir das jetzt gemeinsam durchgehen, ist, dass wir mal hineindenken, losgelöst von dem Abrechnen, wie viele Flugzeuge Sie besessen haben, wie viele Autos Sie besessen haben, wie viele Fahrräder Sie besessen haben im Augenblick des Todes, sondern könnte vielleicht noch irgendwas anders, wenn Sie mitgehen können, dass nach dem Tode nicht alles zu Ende ist, sondern dass es weitergeht, in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise erstmal. Und wir uns mal hinein bewegen, was erzählt uns die Überlieferung aus den 12 Stationen des Todes? Also die Erklärung aus dem Totenbuch Tibet. Das erste ist beim Tod der Austritt der Seele aus dem Körper. Zusammenfassend immer, es ist der Austritt, ein Dschungel, ein dunkles Rohr wird passiert. Es kennen Sie, wenn Menschen reanimiert wurden oder Nahtoderfahrungen haben. Bitte hier nochmal nicht hineingehen, wenn Sie heute Bücher lesen, die Ihnen sagen, hier sind Berichte von Gestorbenen. Berichte von Gestorbenen gibt es erstmal nicht. Denn Sie können bestenfalls sagen, die waren auf dem Weg dorthin, haben sich buchstäblich rumgedreht und sind wieder zurück. Was haben die berichtet? Und so, und das kennen Sie, dass dann Menschen, die zurückgekommen sind, auch berichten, ich bin durch einen Dschungel gegangen, auf der anderen Seite habe ich ein Licht gesehen. Manche sagen auch, es war ein dunkles Rohr passiert. In der Überlieferung steht da noch, dass manche Angst haben, in diesem Dschungel, in diesem dunklen Rohr hängen zu bleiben. Und es wird beschrieben, dass es ein verzweifeltes Streben ist in Richtung des Lichtes. Bitte noch nicht Licht, wie wir es kennen, es ist im Licht aufgegangen, wie so schnell heute in den neuzeitlichen Texten heißt. Und wir können das Ganze vielleicht noch beschreiben, diesen Zustand als Nahtoderfahrung. Also erstens der Tod und Austritt der Seele aus dem Körper. Also Seele können Sie hier auch als unser Selbst nehmen, als unser reinstes Bewusstsein. Zweitens in der Lichtseite angekommen. Bitte nochmal hier nicht Licht, Lichtseite angekommen. Als ein Gebiet vielleicht, wo ich die Möglichkeit habe, Richtung Licht zu gehen. Die Überlieferung erzählt uns dann, ich bin durch den Dschungel gekommen, ich bin durchgekommen, bin auf der Lichtseite angekommen. Wiedererlangung des Bewusstseins. Ich habe die Krise überlebt, ich habe Glück gehabt. Ein Gefühl der Freude. Sie, wenn Sie mal mit Menschen gesprochen haben, die reanimiert worden, erzählen auch, dass sie dieses Gefühl der Freude hatten, dieses Gefühl der, gefährliches Wort hier an diesem Punkt, Glückseligkeit hatten. Und sie haben erzählt, dass dieses Bewusstsein ist klarer geworden, transparenter geworden, breiter, schärfer, weil es nicht mehr auf die materielle Ebene beschränkt ist. Wir erzählen dann auch immer, dass sie viel mehr gesehen haben und, und. Und hier wollen wir bitte was mit einbauen, was in unserer Kultur, in unserer Zeit sehr unbekannt ist und vielleicht auch unverständlich ist und mit einer falschen Semantik belegt ist. Ab hier, Sie erinnern sich bitte, wir haben hier diese zwei Linien. Es gibt den rechten Weg und es gibt den linken Weg.
Der linke Weg hat auf bestimmten Ebenen bestimmte Amtsbezeichnungen von Energien, die einwirken. Und auf dieser Ebene, in diesem Zustand, wird diese Energie als Amtsbezeichnung mit Dämonen beschrieben. Das heißt, ab hier wirkt die linke Seite weiterhin, dass sie in die Richtung gehen, weg von dem Weg sich selbst, sondern hin, dieser Vielheitsseite zu dienen. Da kommen wir aber später auch nochmal dazu. Und hier beginnt auch das Thema erdgebundene Seelen. Vielleicht zwei, drei Sätze zu erdgebundenen Seelen. In der Überlieferung heißt es, dass Menschen, die verstorben sind, weiterhin an dieser Stelle bleiben, stehen bleiben, sich buchstäblich umdrehen und sagen, wer weiß, was da kommt, könnte gefährlich werden, drehen sich buchstäblich um und möchten weiterhin Kontakt mit dieser Welt in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise. Hier können wir ein eigenes Video von 3 Stunden drehen, was dort die Überlieferung erzählt. Hier nur bitte für uns. Wir sind hier noch in einem Zustand, wo es einmal die Dämonen aus Sicht der Überlieferung unterwegs sind und dort die erdgebundenen Seelen sind, die nicht weitergehen, warum auch immer. Dann sind wir beim dritten Punkt der 12 Stufen angekommen. Der dritte Punkt heißt in der Überlieferung Bewusstwerden des Todes. Ich bin ausgetreten, ich habe keinen Körper mehr, ich bin tot. Sie merken schon, dass hier wieder bei mir viele Gedanken auftauchen, denn es gibt in der Überlieferung auch und nicht nur in der Überlieferung Beschreibungen von Menschen, die eigentlich gestorben sind und in diesem Zustand behaupten, sie sind nicht gestorben. Dazu mehr vielleicht zu einer anderen Zeit in einem Seminar. Gehen wir weiter positiv, ich bin tot, eine natürliche Feststellung, eine Selbstverständlichkeit ohne Angst und Emotionen. Und es gibt natürlich die Menschen, die sagen, ich bin nicht gestorben. Der vierte Punkt ist die Feststellung aus der Überlieferung der Schmerzlosigkeit. Das Gefühl der Befreiung und der Erleichterung, des Wohlbefindens. Auch hier wieder wird beschrieben ein Glücksgefühl. Die Wahrnehmung der ganzen Welt als Schwingung in harmonischen Farben, Formen und Tönen. Auch das erzählen uns Reanimierte, dass es eine ganz andere Farbtöne Welt war, als wir hier sie kennen auf Erden. Und dass es ein ganz toller Zustand war. Hier wird dann auch noch beschrieben, eventuell Begegnung mit Verstorbenen, die nicht weitergehen. Aus religiöser Sicht, Religio-Sicht wird dann auch noch beschrieben, ein Geborgenheitsgefühl in der Liebe Gottes als Gefühlsbeschreibung. Dann kommt die 5. Station, Wahrnehmung ohne Sinne, erkennen, wird nochmal auch mit dem Wort Neugier immer beschrieben. Was passiert mit dem abgelegten Körper? Beobachtung des eigenen Todes, Wahrnehmung der Umgebung, ohne unsere physischen Sinne, das Organe alles sehen und hören können. Auch die Gedanken der Anwesenden, der nicht weitergezogenen oder gleichzeitig Gestorbenen werden hier wahrgenommen. Hat auch immer wieder bei Reanimierten, dass sie dann erzählen, dass sie mit bestimmten Leuten sich nochmal getroffen haben, verständigt haben, gesprochen haben. Dann haben wir die 6. Station. Hier beginnt dann die Interessenlosigkeit für die materielle Welt. Kein Interesse mehr für den ehemaligen Körper sowie den irdischen Problemen.
Alles Materie wird bewusst losgelassen. Hier sind wir jetzt in der sechsten Station. Bis hierher ist sozusagen in der Überlieferung, und wir brauchen das Wort Schwelle später noch, wenn es um uns persönlich individuell in diesem Leben geht. Hier geht es, bis hierher geht dieses Erdgebunden, die Möglichkeit, sich buchstäblich rumzudrehen und zurückzugehen im Sinne, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was passiert, ich bleibe mal in diesem Gebiet, in dieser Area, und dann kennen wir die ganzen Phänomene der erdgebundenen Seelen und. Bis hierher haben auch, als es in der Überlieferung die Dämonen, die Möglichkeit, also die mich wegziehen wollen von dem Weg zu mir selbst, die Möglichkeit, mich ja, zu bewerben, abzuwerben, im Sinne, komm auf unsere Seite, dien unserer Seite, dien dieser Entwicklungsseite, stell dich im Dienst dieser Seite, denn wie der rechte Weg Menschen braucht, braucht der linke Weg natürlich auch Menschen. Menschen meine ich hier Seele, die im wahrsten Sinne des Wortes hier reingehen und für die Entwicklung, für diese ja, unnatürliche Entwicklung hier reingehen in diese Welt und für diese Welt dann diese Energie mit aufbauen, dass viele Menschen nicht den Weg zu sich selbst zurückfinden. In der siebten Station wird dann besprochen, bewusstes Wahrnehmen der Lichtseite. Es ist ein intensives Lichterlebnis, heißt es dort, für Gläubige wieder, dass es ein Gotteserlebnis ist. Man spürt den einzigen Wunsch, ins Licht hinüber zu fliegen, deswegen Lichtseite, ins Licht zu fliegen, direkt zu Gott zurückzukehren und sich mit Gott zu vereinigen und so mein Ich aufzulösen. Und diese Phase, diese Station, diese siebte Station wird immer in der Überlieferung als Glücksgefühl beschrieben. Dann haben wir die achte Station. In der Überlieferung heißt es ein Schock. Ich habe es für mich beschrieben als die Erkenntnis der Rechenschaft, damit es nicht ganz so dramatisch klingt. Stopp, du kannst nicht ins Licht fliegen. Ziel wäre ja jetzt ins Licht und dass dann alles sich in den Zustand Einheit auflöst. Weil ich nicht reif bin und nicht rein genug bin. Große Enttäuschung. Man muss Rechenschaft ablegen über dieses Leben. Und bitte hier halt mal noch mal kurz inne. Hier ist nicht gemeint und bitte nicht mal versehentlich. Ich habe es nirgends in der Überlieferung gelesen, dass hier abgerechnet wird, wie viel Brezeln Sie gegessen haben, wie viele Häuser Sie besessen haben, wie viele Urlaube Sie gemacht haben. Es wird auch nicht abgerechnet, wie sich ihre Schwiegermutter gegenüber verhalten haben. Es wird auch nicht abgerechnet, ob sie zu ihrem Mann, Frau immer lieb waren. All das wird nicht abgerechnet. Was abgerechnet wird, ist, wie weit sie wem gedient haben im Sinne von linke Seite, Vielheit, größter, bester, schönster und nicht den Weg ihrer Seele gegangen sind. Weil ursprünglich, wenn eine Seele inkarniert, wäre ja das ursprüngliche Ziel, dass ich der Seele hier unten in dieser Welt helfe für diesen Rückweg. Und ausschließlich in der Überlieferung wird erzählt, dass das abgerechnet wird. Und nicht im Sinne, wie wir es heute leider Gottes verkauft bekommen in den Kirchen, ich meine hier nicht Religion, dass die 10 Gebote, es steht nirgends in der Überlieferung übrigens 10 Gebote. Es steht 10 Worte. Und leider wird es uns so verkauft, dass es gemein ist mit unseren Mitmenschen.
sondern wenn ich dann mal hineindenke, du sollst nicht Ehe brechen, dann muss die Masse der Menschen denken, sollst nicht mit einer Frau, Mann Ehe brechen. So wird es uns verkauft. Dass damit ganz was anderes gemeint ist, du sollst die Ehe mit deiner Seele nicht brechen. Wem wird es noch erzählt? Du sollst nicht töten. Natürlich soll man keine Menschen töten, aber es ist damit nicht gemeint. Es ist gemeint, töte nicht ab die Verbindung zu deiner Seele. Und nur das ist gemeint. Und da können wir jetzt weitermachen mit allen diesen 10 Worten. Es ist immer die Verbindung zu mir selbst beschrieben, wo Gott, symbolisch gemeint, diese Empfehlung gegeben hat, wie sich der Mensch verhalten soll für diesen Rückweg. Und es ist nicht mal versehentlich gemeint, das, was uns momentan an Exegese, an Auslegung in den Kirchen erzählt wird. So, dann sind wir in dem 9. Bereich. Der 9. Bereich heißt dann der Lebensfilm und die Selbsterkenntnis. Sie haben vielleicht mal gehört, dass Menschen, die reanimiert worden sind, erzählen, dass in Bruchteilen von Sekunden ihr gesamter Lebensfilm nochmal abgelaufen ist. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt gerade. Er umfasst alle Gedanken. Die 10 dann, die Rechenschaft für das Leben. Hier vielleicht nochmal, habe ich eingebaut nochmal, der Lebensfilm läuft ab und jetzt kommt diese große Überraschung auch. Nämlich, alles wird auf einmal klar beim Lebensfilm. Die Rechenschaft für das Leben, die 10. Station. Einerseits Freude über die bestandenen Prüfungen, und Sie wissen, was ich jetzt meine mit bestandenen Prüfungen, nicht wie viel Schnitzel habe ich gegessen. Andererseits Klage, Qual über die gemachten Fehler. Fehler meint hier Weg von meinem Selbst, Weg von der Selbsterkenntnis. Wir können es auch Seele nennen. Erleben vom Himmel und Hölle als Bewusstseinszustände, also dass es einmal diese rechten Weg gibt und diese linke Seite. Wem habe ich mein Leben gegeben? Der Vielheit oder meiner Seele, meinem Selbst? Der 11. Punkt wird dann beschrieben, die große Reue, tiefes Reuegefühl wegen der gemachten Fehler. Fehler meint hier, ich habe mich nicht um meine Seele gekümmert. Wo es für viele gar nicht möglich ist, möchte ich hier bitte nochmal hinzufügen, das kommt aber noch später, denn sie sind schon inkarniert für die andere Seite, zum einen, und sie haben sich vielleicht abwerben lassen müssen, weil in dieser Zeit diese Vielheit so eine Macht besessen hat, dass es für manche Seele unmöglich war, sich um sich selbst zu kümmern. So, die Reue und neue Chance. Tiefes Reuegefühl wegen der gemachten Fehler. Es gibt keine Entschuldigung. Dann, und Sie brauchen sich auch nicht entschuldigen, denn es gibt keine. Es ist, wir sind wieder in der Welt der objektiven Polarität und nicht der subjektiven. Objektiv heißt, was ist da, was ist nicht da, Punkt. Und nicht die Erklärung, ja, hätte ich ein bisschen Zeit gehabt oder wäre das anders gelaufen, das meint hier in der Überlieferung immer. Es gibt keine Entschuldigung. Dann folgt die Vergebung. Man spürt keine Strafe oder Verdammung. Hier vielleicht nochmal ein Ausflug, denn in den Überlieferungen wird dieser Punkt als sehr, sehr wichtig gesehen, dass der Mensch, die Seele, selber erkennt,
wo sind diese Gänsefüßchenpunkte, wo es nochmal was nachzuarbeiten gibt, was aufzulösen gibt, diese Energie in Richtung Lichtseite, in Richtung rechter Weg geht. Und es wird immer überschrieben, dass der Mensch das selbst erkennt, wo er diese Bereiche hat und nicht, wie es momentan erzählt wird, dass dort oben einer lauert, wartet schon, bis man dorthin kommt und jetzt die großen Fragen gestellt werden. Es wird sehr, sehr großer Wert darauf gelegt, dass wir selbst es erkennen und dadurch, durch diese Selbsterkenntnis auch wieder, hier dürfen wir Selbsterkenntnis wieder einfügen, durch diese Selbsterkenntnis selber erkennen, wo diese Punkte sind, wo es noch was zu tun gibt und nicht mal versehentlich mit irgendwelchen Drohgebärden dort jemand steht, ach, du bist ein ganz Böser, was hast du jetzt gemacht und jetzt hast aber was los. Und dieser Bereich wird auch in der Überlieferung, es erfolgt die Vergebung, das wird in der Überlieferung übrigens als Fegefeuer bezeichnet. Leider wird manchmal diese Assoziation genommen, Fegefeuer heißt jetzt, der kommt in die Hölle. Es ist, Fegefeuer ist ein Reinigungsprozess und hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Hölle, Feuer zu tun, wenn wir das als Semantik bitte nochmal betrachten. Dann kommen die 12, die große Einweihung. Ich habe es genannt für mich als Schlüssellocheffekt. Ich schaue mal hinein mit meinem Bewusstsein. Sie bedenken bitte, wir sind aus unserem rationalen Denken heraus, aus der Überlieferung. Wir können sowohl zurückschauen, wir können nach vorne schauen. Wir können es im wahrsten Sinne durchschauen. Und dort beginnt die persönliche Einweihung, die Erlangung von kosmischen Erkenntnissen, das Verstehen der bisher verhüllt gewesenen Problemlösungen, Einblicke in frühere Leben, gefährliches Wort hier, frühere Leben, und noch zu bestehenden Prüfungen. Und dann geht es wieder in die nächste Schleife, in Anführungsstrichen, was noch dem höheren Selbst fehlt. Und Teile davon dann inkarnieren wieder in diese Welt, wo wir bitte vielleicht noch besser sagen, wie inkarniert diese Auskristallisierung von bestimmten seelischen Energien, die hier dann stattfinden, um diese Erlösung zu finden. Dieses Loslösen von der Vielheit, Größter, Bester, Schönster und Hinführen zu uns selbst. Ab dem Lebensfilm gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Gott näher zu kommen, sich selbst näher zu kommen. Die volle Reinigung und Vergebung und man darf ins Licht. Sie erinnern sich nach Yetzirah, das ist ein Zustand, das ist das reine Bewusstsein. Komm aber bitte später auch nochmal dazu. Hier klingt es noch ein bisschen verwirrend, finde ich. Dort, wo Adam lebt, bitte Adam, der Mensch in uns. Sie merken schon, es ist immer wieder dieses, meine ich jetzt die Semantik oder meine ich wirklich den Weg zu mir selbst? Und ich habe immer wieder dieses Paradox, diesen Spagat zu gehen, Ihnen immer wieder einmal es mit der Semantik zu erklären. Und am Ende meine ich doch, es ist der Weg zu sich selbst. Denn diese Stationen sind letztendlich wieder auch der Weg zu sich selbst. Oder, also volle Reinigung und Vergebung, ich darf ins Licht, nach Yetzirah, der Ort, wo Atam lebt, raus aus dem Bato, wie es so schön heißt, im fernöstlichen Bereich, raus aus dem Kreislauf der Wiedergeburt in unsere Welt oder Teilreinigung, Drang. Und dann beschreiben die auch, dass wir in uns einen Drang haben, wieder hier reinzukommen, damit ich diese Teile, diese Schalen, diese Killibots loswerte, diese
Vielheitsenergie und diese Energie reinnehmen kann, den Weg zu mir selbst. Aufgabe und Karma des neuen Lebens werden gewählt. Die nächste Inkarnation, und ich bin immer wieder erstaunt für mich ganz persönlich, in den Überlieferungen wird dann beschrieben, also wie kurz diese Zeit dann sein muss. Bis hierher ist es möglich und ein Mensch wird reanimiert. Also das ist vielleicht das, was wir jetzt so in 30 Minuten ausführlich oder weniger ausführlich oder doch ausführlich beschrieben haben, nicht mal eine Mühe von Sekunde ist, was sich gar nicht in zeitlich mit unseren Worten, mit unserer Zeitmessung eingleiten wird. Und in Überlieferung steht, nächste Inkarnation oder Reanimation. Bis hier ist Reanimation noch möglich, also das Zurückholen der Seele wieder in diese Welt. Wiedergeburt, Karma, Ziel ist natürlich unser höchstes Bewusstsein, Reinigung von Anteilen des Baum des Todes. Meine Bitte hier nochmal, das Wort Erbsünde. Erbsünde heißt in unserem Sprachgebrauch häufig, ja, die Oma, die Uroma hat da gesündigt und ich muss jetzt das wieder gut machen. Überhaupt nicht. Erbsünde meint nichts anderes als Absonderung von der Einheit. Sünde wegen schlechten Verhalten im vergangenen Leben. Bitte nicht im Sinne von, weil ich böse war zu den Mitmenschen oder weil ich manche Sachen nicht gegessen habe oder weil ich nicht in dem Urlaub war. Legen Sie alles zur Seite, alles. Es geht um diese eine Entscheidung. Vielheit, der Weg zu sich selbst. Und vielleicht konnte ich Ihnen mit diesem Video eine Türe öffnen. Weil hineinzudenken in diese Türe, wenn Sie mitgehen können, dass ein Wesen, ein Mensch hier auf Erden, neben seinem physischen Körper, neben seinem Geist, noch eine Individualität, eine Seele, ein Selbst oder reines Bewusstsein besitzt, dass sie vielleicht mal hineindenken bei der großen Entscheidung und sich die Frage stellen, wann immer, wo immer und was immer, die Frage stellen, welchen Weg möchte ich ganz persönlich in meinem Leben hier in dieser Welt gehen?